Okay, Schimmer ist da vorne. Okay. Hier waren wir halt noch nicht, ne? Da ist nichts drin. Hier ist zu. Petra, Rationsausgabezentrum. Na dann, gehen wir mal da rein, wa? Private Miller. Wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck an der Ecke Spring und Fünfte. Sammeln Sie alle in Ihrem Sektor verfügbaren Soldaten und begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen. Sichern Sie den Standort und warten Sie auf meine Auskunft. Sergeant Ward. Ich weiß halt nicht, ist Sergeant Ward jetzt schon tot? Haben wir den jetzt schon gefunden? Oder lebt der jetzt noch? Würde mich jetzt mal noch irgendwie interessieren, mit dem es... Wow, Leia. Okay, hier hätten wir auch hochgehen können. Treibstoffausgabe. Na bitte. Pedro hat das hier mehr als gesichert. Lass mal los. Im Osten war immer das Essen knapp. Hungrige Leute bringen durch. Oh Gott. War ich jetzt gerade erschrocken? Wir haben eine Trophäe bekommen. Ich bin Tourist. Alter, habe ich mich gerade verjagt vor dem Pim. Alter. Das hat mich bis jetzt mehr erschreckt als alles andere. Hier ist zu. Aber Dina steht schon hier vorsichtig rum und geht nicht voraus. Das heißt, hier gibt es Infizierte. Vermute mal da hinten. Ganze Blümchen. Okay. Kommst du da durch? Klar, hier sind zwei dünne Mädels. Okay, ich halte das. Shit. Hier können wir rumkriechen. Wie sind denn das? Die zwei. Ich habe halt hier nur das Stückchen hohes Gras. Das ist schon cool gemacht mit dem Gras. Du siehst mich nicht. Lauf noch ein Stückchen vorwärts, komm. Dina snappt sich den sehr schön. Oh, ihr habt nichts dabei? Finde ich echt blöd. Warum habt ihr nichts dabei? Schnell und leise. Da geht's irgendwie rein. Schön. Hier wird
drüben sind da noch mehr. Kannst du mir nicht erzählen, dass das so die zwei waren? Ach, ich freue mich ja jetzt gar nicht darauf. Da hinten läuft einer und da steht ein Klicker. Mach mal einen großen Bogen. Ach du Kacke. Okay, rein theoretisch müssen erst die Runner weg und dann die Klicker. Der läuft da hinten rum. Warte mal kurz hier, ich weiß nicht, wie weit der andere rumläuft. Bis da. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt nicht zu nah dran. Werd mal gleich sehen, ob ich zu nah dran bin. Okay, bin ich nicht. Bauchlage. Mann. Ich glaube, jetzt bin ich zu nah dran. Kann ich den aus der Bauchlage heraus killen? Oh, fuck, Mann. Das war dumm. Lauf. Leute wären, hätten sie doch alles gesäubert. Vielleicht haben sie es nicht geschafft. Vielleicht. Das war halt echt dumm. Ich lag halt viel zu weit vorne. Wo sind denn jetzt die Leichen? Okay, du nichts. Du hast auch nichts. Wo sind denn die anderen beiden? Die müssten ja hier irgendwo liegen. Hä? Okay, Anna liegt, glaube ich, hier. Andere da. Jetzt habe ich halt komplett zwei Mollys verschwendet, ne? Okay, ich kann rein theoretisch noch zwei machen. Okay, gut. Oh, ich habe Klebeband gefunden, siehst du? Nein. So. Ich hasse Klicker. Okay. Hier ist nichts weiter. Okay. Bin mal gespannt, wie viele da noch drinne sind. Okay, hier kommen wir rein. Ach, dieser riesige Raum, ne? Das bietet sich ja förmlich an, dass da keine Ahnung, wie viele drin sind. Hier ist gerade erstmal ruhig. Dina? Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Das ist eine Moschee, ne?
Ah, das war mal eine Moschee. So wie es aussieht. Hey, Ellie. Das hier ist eine Synagoge. Und eine Synagoge. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Okay, ist keine Moschee, ist eine Synagoge. Entschuldigung. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee, aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst nach dem Ausbruch? Das und die Inquisition und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Okay, ist hier tatsächlich niemand drin? Ich bin irgendwie gerade so ein bisschen... Ach, come on, das ist doch eine zue Tür, da ist da einer drin. Im Klo war auch noch jemand. Hab ich jetzt hier alles abgeguckt? Alles leer? Nee, bin ich. Okay, hallo? Okay. Okay, okay, ist kein... Oh, sehr schön. Okay, das ist kein Büro, das ist hinter den Regalen. Okay. Wir können das Ding auf jeden Fall verschieben. Okay, dann kommen wir darüber. Aber was ist das da drüben? Ich will mich da drüben nochmal kurz umgucken, bevor wir hier darüber springen. Weil wer weiß, was alles noch kommt, wenn wir das Benzin haben. Nicht, dass dann wieder irgendwas getriggert wird, weil ich habe ja den Benzintank hier schon gesehen. Wir ruckeln nochmal dran. Ja, es ist zu. Oh, Mist. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Die hätte ich gerade mal aufmachen können. Hier ist Benzin. Ich muss nur hinkommen. Okay, da können wir dann da zurück. Okay, und was ist das hier oben? Ah. Hier können wir das Ding ranschieben. Dann kommen wir hier hoch. Und da ist ein Seil. Da kommen wir darüber und dann kommen wir da wieder raus. Okay, ich hab's verstanden. Ich hoffe nur nicht, dass dann hier jetzt noch Nein, ich will kein Tippspiel. Verpiss dich. War jetzt hier unten noch was? Habe ich irgendwas übersehen? Ach, die Flasche. Warte, wir machen hier mal auf. Hat sie nicht gesagt? Wie komme ich hier raus? Ich weiß, dass ich da drüber muss, aber der Wagen muss ja dann da raus. Wir holen erstmal das Benzin und wenn dann Infizierte kommen, Pech gehabt. So. Okay. Oh, scheiße, ja. Hey, also bitte, das ist dein Haus Gottes. Hier ist Benzin. Oh, verdammt, ja. Okay. Ist hier noch irgendwas anderes außer Benzin? Okay. Okay. Ah, okay, Dina macht das auch. Alles klar. So, dann nehmen wir das Wagelchen. Wagelchen? Wägelchen, würde ich sagen. Betest du noch? Manchmal. Ich komme mit jetzt. Bitte. Wann? Einmal als wir Jacks. Warte mal, bin ich da? Ich muss noch da. Auch bei Joes Grab. Und manchmal bete ich. So. Nur so viel. Ich krieg sowas immer nicht hin, koordinationstechnisch. Also, ne? Verurteilt mich nicht.
Bin ich nicht dran? Ist das jetzt... Kriegt das sonst wieder nicht klar, wenn ich das nicht gerade... Ich laufe noch 3 Stunden im Kreis. Und? Dina? Oh nein. Ich habe den Dialog. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Schön gesagt. So. Ich musste mal schnell noch was trinken. Hier entlang. Bin direkt hinter dir. Das hätten wir. Ein paar Schräubchen. Da ist das Seil. Also diese Taschenlampe, ne? Die immer so flackert. Steht hier einer? Hallo? Ja, Dina, gleich. Ich habe das Seil schon gesehen. Bitte kommt jetzt keiner aus dem Schrank gesprungen. Was ist das? Das ist die Tora. Die was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Hm? Achso, die... Ansonsten ist hier nichts, ne? Nee. Muss ich hier auch schütteln, damit die aufhört zu flackern? Okay. Wetten, dass ich damit auf den anderen Balkon komme? Ellie, Vorsicht! Ja. Das ist okay. Es hält. Warte, da... Wie schwinge ich? So. Da drüben ist eine Tür. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wenn ich jetzt da drüben hinspringe... Wow. Dina hat den Wagen richtig rangeschoben. Dina, warum gehst du nicht vor? Warum muss ich jetzt vorgehen? Ja, jetzt springe ich da wieder neben das Seil. Hä? Wie soll ich denn jetzt an das Seil kommen? So eine Kacke. Wie ich denn jetzt an das Seil? Okay, hoch. Irgendwie die Befürchtung, dass ich, wenn ich da drüben lande, jemand da aus dem Raum geschossen kommt. Ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Gut. Ist sie da? Ich höre da drin was, oder? Oh, ich bin so paranoid bei dem Spiel. Hallo? Jemand da? Herr Priester? Okay, anscheinend niemand da. Okay. Was ist das denn? 5774? Leben wir in der Zukunft? Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Meine Schwester
gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. Ehre. Uff, das klingt wirklich lecker. Bei jüdischen Feiertagen wird nur gegessen. Und gefeiert, dass unsere Feinde uns nicht ausgerottet haben. Eine Geschichte von Überlebenden. Ganz genau. Was hat sie da jetzt reingekritzelt? Wenn ich an ihn denke, sehe ich nur blutende Wunden, den offenen Mund, zerrissene Organe. Ich werde nicht zulassen, dass sie sich so an mich erinnert. Er sterbe ich allein. War er am Ende bei dir? Mehr als ich bei ihm war. Ich will nicht nur den Glauben an Schmerz, ich will den Glauben durch Schmerz. Hatten wir das schon? Bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht hat sie auch gerade nur diese Schmetterlinge reingemalt, ich weiß es nicht. So, komm hier nochmal rein. War auch leer. Echt jetzt, hier ist nichts drin. Come on. Da war ein Brief. Den habe ich gerade eben nicht gesehen. Lieutenant Torres. Vor 70 Jahren floh mein Großvater mit seiner Familie aus Deutschland, als der Zweite Weltkrieg begann. Er konnte dank der Güte und Tapferkeit einer polnischen Familie entkommen. Das Rad dreht sich und der Kreislauf setzt sich fort. Heute hat meine Familie unsere Habseligkeiten gepackt und dank ihrer Güte werden wir diese Stadt verlassen, beschützt von ihren tapferen Männern. Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, so vieles wie möglich aus unserer Synagoge zu retten. Es ist schwer, die Heimat hinter sich zu lassen, aber letztendlich zählen doch die Menschen. Lebende Menschen vielmehr. Sie tragen eine schwere Last auf ihren Schultern und ich hoffe, dass unsere nächtlichen Gespräche Ihnen etwas Trost gespendet haben. Ich möchte Ihnen noch einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Auf jede Wende zum Schlechteren folgt oft ein noch stärkerer Ausgleich zum Guten. Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Wie heißt es in der alten Redewendung? Es braucht nur eine Kerze, um die Dunkelheit zu vertreiben. Möge Gott sie immer behüten. Rabbi Tziva Saunders. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. Ich hoffe es auch. Die Frage ist, wurden sie aus der Stadt geschmissen? Weil die haben ja dann doch ganz viele ausgewiesen oder sind sie tatsächlich freiwillig gegangen? Und schwer zu sagen, ne? Okay. Sind wir wieder hier, okay. Springe ich jetzt in den Tod? Ja, wir gucken mal. Spring! Nee, springe ich nicht, okay. Okay, Tor. Okay. Dann müssten wir ja jetzt alles haben, ne? Also wenn wir jetzt irgendwas übersehen haben, kann ich es nicht ändern, aber ich denke, wir waren überall. Okay, Schimmer ist hier noch gechillt. Vorwärts, Schimmer. Ah, warte. Das ist hier so ein... Wie geht's dir da hinten? So. Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken. Hast du dich War nicht da oben nicht? Bei den Autos? Kommen wir da hin? Sorry, das muss ich nochmal ganz kurz gucken. Das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirklich? Ja, wirklich. Bevor wir jetzt das Gebiet hier verlassen, möchte ich nur nochmal schnell hier gucken. Hier waren wir nicht, ne? Und guck mal, da drüben auf das Feuerwehrauto kommen wir auch irgendwie. Das Militär wurde vernichtend geschlagen. Okay, da komme ich nicht hoch. Okay, warte, ich gehe mal
Mädel. Ganz einfach, keine Sorge. Sorgen machen liegt mir, also... Okay. Mann, schau mal hier. Das ist ja antik. Na bitte. Okay. Ich hab aber... Okay, ich tausche definitiv. Ich hab meinen Säbel ganz schön malträtiert. Gibt's hier sonst nichts? Nur die Axt, okay. Hier ist nichts. Hier können wir auch nichts machen. Hier liegt einer. Der hat gerade sein Köpfchen bewegt. Keine Ahnung. Komm ich da irgendwie hoch? Nee, ne? Ich hier irgendwie noch hoch? Nee, okay. Na gut, aber immerhin haben wir jetzt noch eine Axt, Kehre. Nee, nicht tragen. Ich wollte runter an dem Seil. Ach, verdammt. Guck mal, da unten in dem LKW ist auch noch was drin. Ah, da kommen wir nur hin, wenn wir... Verstehe, da kommen wir nur hin, wenn wir hier an dem Seil hängen. So, mein Mann war gerade hier und hat den Hund ins Zimmer gelassen. Ja? Ich glaube schon. Guck, da sind noch Pillen. Ich muss ich noch ein Stückchen runter? Ein Stückchen wieder hoch. Problem ist, je weiter oben ich bin, umso weniger Schwung kriege ich. Guck mal, das hätte man hier fast übersehen. Beim nächsten Mal springe ich ab. Alter. Schafft. 10 Pillen. Bin unterwegs. Nice. Wie viel haben wir denn jetzt an... 40. Wir haben 48 Schrauben. Das wird ja jetzt immer angezeigt. Unten links in der Ecke. Konnten wir für 48 noch irgendwas kaufen? Ja, ne? Wir konnten noch irgendwas machen. Ich würde nochmal zurück zur Werkbank. Ich weiß nicht, wann danach wieder eine Werkbank kommt. Warte mal, hier unten waren wir überall. Ja, da ist nichts weiter, ne? Kann ich da so einfach runter? Oder ist das hier flacher? Ich weiß nicht. Egal. Ich gehe nochmal ganz fix zur Werkbank. Weil da hätten wir fast... warte, Knopf. Da hätten wir fast das übersehen. Und ich weiß, dass ich dieses Spiel sehr, sehr langsam spiele und sehr viel hin und her reite und alles, aber ich lasse mir bewusst Zeit, weil ich einfach Angst habe, Dinge zu verpassen. Und weil ich alles auch an Loot mitnehmen möchte, vor allen Dingen, was geht. Ich bin da so ein bisschen ängstlich, dass das nicht hinreicht. So, warte mal. Kommen wir doch durch. Genau. So, gucken wir mal, ob wir mit den 48 noch irgendwas machen können. Da nicht. Auch nicht. Da könnte man noch was machen. Die Stabilität oder die Feuerrate könnte man, glaube ich, beide machen. Kostet beides 40. Ich glaube, ich würde es mal die Feuerrate machen. Dass wir ein bisschen mehr Wumms in dem Ding haben. Gut. Wo ist Schimmer hin? Ah, da.